Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Risen mit diesem wunderschönen idyllischen Ausblick. Ja, zum Glück konnten wir den Dämon hier besiegen, der die Armen in Fische verwandelt hat. Aber wir haben noch andere Kreaturen hier, die wir uns jetzt leider mit Nahkampfwaffe ausgerüstet schnappen müssen. Ach, jetzt werden wir hier auch von drei angegriffen, oder was? Wenn meine Armbrust bloß ein bisschen besser wäre. Ah, Mensch. Dann wäre das hier viel einfacher. Ah. Man weiß ja gar nicht, mit wem man zuerst fighten soll hier. Warum treffe ich den blöden Vogel nicht? Der weicht mir jedes Mal aus. Und zwar nicht gerade schlecht. Na komm. Eieieiei. Zum Glück kriegen wir von denen auch gut Proviant. So, wo hast du jetzt den? Den hast du bis hier hochgeschleudert. Na gut. Dann erstmal Proviant essen, damit ich wieder voll regeneriere. Na gut, beim Golem wird das jetzt nicht so schlimm. Den kann man ja sowieso nicht mit Schusswaffen machen. Der dann beim Wasserrad rumrennt. Aber die Fische und so, das sind schon, ja, wenn man schon ein Gewehr hat, dann möchte man das eigentlich auch gerne nutzen. Aber wir nehmen hier die magischen Kristalle einmal mal mit. Hm. Sieht wie der Schädel einer Frau aus. Hier gibt es bestimmt jemanden, der mir mehr über ihn erzählen kann. Okay. Gut. Ja. Da ist halt nochmal ein Lagerfeuer. Mal gucken. Kommen wir hier gerade ein bisschen rum. Oh. Golderz. Und eine verschlossene Truhe. Aber vorher muss ich wohl wahrscheinlich den Golem wegnehmen. Ja. Halt. Ist auch noch Golderz drin. Schön aus dem Fluss gespült. So, rennen wir einmal kurz dran vorbei. So. Natürlich. Wenigstens haben wir den Golem nicht. So. Also, die Ruhmagie habe ich mir auch ein bisschen besser vorgestellt. Wobei, das mit dem Hund beschwört. Na, lass mich doch mal raus hier. So, einmal kurz ein bisschen aufessen. Jetzt kommt der Golem auch noch hoch, oder was? Ah, Mensch. Diese Viecher, die sind so... Weiß ich nicht. Jetzt bin ich endlich stolz gewesen, dass wir ein bisschen was für die Flinte hatten. Ich glaube, ein Schluck Rum wäre jetzt angebracht. Na, so halb. Wir essen erstmal was. Jetzt müssen wir dich erstmal ein bisschen verprügeln. Ja, gleich ab, ausweichen. Und schön auf den Kopf. Nee, den wollte ich nicht haben. Ah. Bisschen zu spät ausgewichen. Oh, oh, oh. Und komm schon. Das hat Spaß gemacht. Aber so weit von. So, jetzt können wir uns hier auch dem... eine Voodoo-Puppe. Warum kriege ich hier schon wieder einen Papageienflug? Böse Ratte.
Dann trinken wir erstmal was. Zum Wohl. Warum kriege ich hier Papageienflug? Soll ich da oben ins... ich guck mir erstmal die Truhe an. Nee. So, noch ein? Nee. Na komm schon. Ich weiß, dass es geht. Jetzt dich und dann die anderen beiden. Haha. So, Golderz, Goldpfanne und Eisenerz. Oh, ich muss, glaube ich, mal unbedingt die nächste in die Stadt. Sowas wie Schmieden zu erlernen. Aber warum kriegen wir hier Papageienflug? Ich wüsste halt noch nicht, wo ich hoch will. Ich könnte mir halt vorstellen, hier oben. Irgendwie. Also da oben. Aber sonst wüsste ich nicht, von wo. Auf jeden Fall sieht es so aus, als man da irgendwie hinflattern kann. So. Gleich das Frühstück sichern. Na, komm. Ja, sollte auch brutal sein. So, Muschel. Aber noch ein Vogel. Ist halt schade, dass ich hier keinen Fernkampf benutzen darf. Oh, kommt gleich der nächste Vogel. Pass auf, Kollege. Natürlich auf mich. Okay. Ah, du lebst ja noch. Jetzt nicht mehr. Okay, hier haben wir noch einen Vogel, noch eine Muschel. Irgendwie heute nicht. Und noch ein Schlag. Und noch ein. Und komm schon. Und wenn wir jetzt 2 gegen 1 sind, easy. Ich eile. Du eilst? Ah, da kommt. Oh, okay. Jetzt sind wir 3. Oh, jetzt wird's schwierig. Zwischendrin halt mal versuchen, mit der Armbrust zu schießen. Weil sie machen halt bei mir immer noch mehr Schaden. Okay, ersten Hammer. Ach, Mensch. Also... in Risen 2 war das mit Armbrust und Co. deutlich angenehmer. Halt. So. Oh. Und gleich nachsetzen. Heieiei. Na, zum Glück bekomme ich hier ordentlich Fleisch von den Vögeln und so. Werden wir uns gleich wieder aufessen, bevor ich nachher noch einen Rum brauche. Sieht hier aber auch interessant aus. Geisterblume, Eisenerz, Eisenerz. Eine Stachelkeule. Okay. Kommt auch überall Eisenerz raus. Ich will da hoch. Na. Also irgendwie will er mich heute nicht lassen. So. Meins. Bei Bett und Eisenerz. Das geht, glaube ich, da jetzt nochmal richtig hoch, ne? Bin ich ja hier quasi einmal im Kreis gelaufen. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Nee. Aber wir können sie gleich alle schön braten. So. Werden ja schon richtig gut damit. Auch wenn es nur wenig Schaden macht. So, er ist schlafen gegangen. Dann gehe ich mal kurz ans Lagerfeuer und mache mir mal ein bisschen Fisch und so. Machen wir hier mal 12 Fischchen.
Oh, von den ganzen Hühnerschenkeln. Oh, da haben wir richtig viele. Machen wir 35 und hier machen wir auch nochmal ein bisschen was runter. Machen wir mal 22. Dann haben wir von jedem noch 10 übrig und ich habe 94 Proviant. So, dann machen wir jetzt nochmal die hier in der Mitte. Und zack. Es nimmt kein Ende mit den Biestern. Die sind so verdammt fix. Mann! Ja, da wünscht man sich wirklich, dass man wieder schießen darf. Na gut, nehmen wir uns jetzt erstmal die Muscheln. Und ich glaube, ich sollte wegen der toten Frau vielleicht nochmal nachfragen. Jetzt machen wir hier nur noch die Insel sauber. Liegt ja ein bisschen was. Die Muscheln sieht man hier auch sehr, sehr gut. Das ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt halt, wie gesagt, mit der toten Frau, die wir jetzt da hinten gefunden haben. Ei, hier ist aber wirklich für Kräuteroma Bulltusch-Tusch ordentlich was zu finden. Meine Güte, erschreck mich doch nicht so. Immer wenn ich schießen will. Und wenn ich dann lese daneben, dann geht mir die Pulsader hoch hier. Das ist Wahnsinn. Mann. Ich kann auch mehrfach hintereinander schießen. Okay. Dann mache ich das jetzt so. So, aber ich wollte jetzt... Ah, siehst du jetzt. Ein Blümchen und schon ist man wieder, ne? Nee, der redet nicht mehr mit ich mir. Ich fühle mich wie gefressen und ausgeschissen. Ich bin total im Arsch. Lass mich einfach schlafen. Du fühlst dich also wie gefressen und ausgeschissen. Ja, denn... Okay. So, aber ich sollte noch mal kurz gucken. Wir haben jetzt hier ein Wasserrad. Hier scheint es sozusagen dann hochzugehen und okay. Jetzt will ich aber mal kurz ins Logbuch gucken. Einmal in die Ehre geführt. Das wäre denn ja hier. Und hier oben. Ja, soweit okay. Und dann vereint im Jenseits. Nee, Quatsch. Pfade des Jenseits. Da fehlt mir nämlich noch einer. Auch dieser ist da. Okay. Das heißt, wir sind hier richtig. Ja, gut. Dann folgen wir jetzt mal hier flussaufwärts mal dem Weg. Sind halt noch auf Nahkampf beschränkt, solange ich Wasser sehe. Oder haben wir hier noch irgendwas? Nö. Sieht eigentlich auch richtig cool aus, aber wie gesagt, keine Flinten. Da werde ich traurig. Und hier liegt einfach so ein goldenes Zepter rum. Ja, warum nicht? Nicht, Ratte? Okay. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt so klappt. Weil dann kommen wir hier nämlich ganz gut durch. Aber wirklich. Okay. Was haben wir hier? Fusel. Na gut. Einfach mal eine Truhe hier. Grog und Zähne. Na gut. Eine Ratte. Das sieht mir hier sehr gefährlich aus, aber ich gehe trotzdem mal weiter. Und Ratten pulverisieren wir. Einfach hier nur mal kurz ein bisschen gucken.
Aha. Oh. Oh. Da habe ich ja auch was erspäht. Na, das müssen wir ja unbedingt mitnehmen. Das können wir ja nicht hier an der Wand hängen lassen. Das bisschen Golderz. Das sind halt glitzernde Dingis. Und ich als Ehrengnome muss das halt mit sich rumführen. Hier irritieren halt überall diese Gebeine und so. Ich denke, hier wird gleich irgendwo überall was in der Ecke auf mich lauern, mich verspeisen oder was auch immer. Okay. Gehen wir erstmal zu den netten Herren da oben. Jetzt beweg deinen Arsch. Ich denke ja nicht dran. Weißt du, was die Strafe für Befehlsverweigerung ist? Ja. Ja, was? Ja, ich beweg mich aber trotzdem nicht. Ich sag dir, wenn Kommandant Carlos das erfährt, bist du dran. Dafür bleibe ich aber am Leben. Treib es nur nicht so weit. Ich warne dich. Mann, mach, dass du wegkommst. Die ganze Insel ist verflucht. Wir gehen hier alle drauf. Mir passiert schon nichts. Na, ist ja deine Entscheidung. Aber ich hebe kein Loch für dich aus. Diese Insel vergibt dir keine Dummheiten. Hier zu siedeln ist blanker Selbstmord. Oh, danke für dein Knochenschwert. Du scheinst die Siedlungspläne der Inquisition nicht zu teilen. Tue ich auch nicht. Hier sind wir auch nicht vor den Titanen sicher. Nur weil niemand diese Insel kennt, heißt es nicht, dass sie nicht kennen. Es gibt nur einen Weg. Fliehen. Fliehen bis ans Ende der Welt. Ich kann Feigheit nicht ausstehen. Was weißt du schon? Das Maul aufreißen kann jeder. Wie konnte jemand wie du überhaupt der Inquisition beitreten? Na, versetz dich doch mal in meine Lage. Da kommt jemand zu dir und sagt, dass du vor nichts mehr Angst haben musst. Sie versprechen dir, dass du an den modernsten Waffen ausgebildet wirst. Und obendrauf gibt's einen ordentlichen Sold. Schlägst du dann nicht zu? Was so gut klingt, kann nicht stimmen. Tja, das weiß ich jetzt auch. Aber der blöde Rekrutierungsoffizier hat mich dann doch bequatschen können. Hinterher ist man immer schlauer. Als Neuer ziehst du immer den Kürzeren. Okay. Sag mal, wo kommst du denn her? Du bist doch gar nicht Teil unserer Expedition. Ich segle unter eigener Flagge. Du machst Witze, oder? Tja, dann sitzt du trotzdem in der gleichen Scheiße wie wir. Sieht ganz danach aus. Ha! Hier, darauf spendiere ich einen. Habe ich aus der Bautküche geschmuggelt. Aber hey, du tauchst zur rechten Zeit auf. Ein paar starke Arme sind mir immer willkommen. Starke Arme? Deine Waffen reichen dir wohl nicht mehr. Tja, für gewöhnlich tun sie das. Aber die Viecher hier sind zäh. Um denen ein Loch in den Pelz zu brennen, braucht's schon mehr. Bin froh, wenn ich jemanden finde, der hier noch nicht komplett durchgedreht ist. Kannst du mir mehr über diesen Teil der Insel erzählen? Hier gehst du genauso schnell drauf wie woanders auch. Aber das kratzt mich nicht. Ich halte schon nach durch, bis ich den Dienst quittiere. Wer weiß, vielleicht lasse ich mich sogar hier nieder, wenn es keine Probleme mehr gibt. Und bis es soweit ist, baller ich mir noch ein paar Trophäen zusammen. Wobei brauchst du meine Hilfe? Also pass auf. Südöstlich von hier dezimiert so ein Ding meine Männer. Ich habe schon versucht, Domingo darauf anzusetzen, aber der bewegt sich keinen Meter. Der möchte hier am liebsten den Posten aufgeben und zurück an Muttis Brust. Aber solange ich noch stehen kann, wird daraus nichts. Auftrag ist Auftrag. Und ich brauche jemanden, der sich um das Vieh kümmert. Warum tötest du das Vieh nicht? Weil ich Carlos Bericht zu erstatten habe, wenn alle Stricke reißen. Nicht auszudenken, wenn keiner zurückkommt und sie irgendwann in einen Hinterhalt geraten. Außerdem führe ich nur meinen Befehl aus. Da gibt es nichts zu hinterfragen. Ich finde einen Weg, das Biest zu erledigen. Wie du es schaffst, ist mir egal. Hauptsache, es passiert etwas.
Vielleicht gibt es sogar einen Weg, bei dem du dir nicht die Hände schmutzig machen musst. Erzähl mir mehr über diese Alternative. Ah, sehr gut. Ich sehe, du schaltest schnell. Pass auf, vielleicht kannst du jemand anderen die Drecksarbeit erledigen lassen. Du musst nur dafür sorgen, dass Domingo das Vieh erledigt. Klar, die Sache ist ein Himmelfahrtskommando. Aber es ist für dich eine Möglichkeit, mit heilem Arsch aus der Sache rauszukommen. Ich hoffe, du hast nicht vor, auf diesen Vorschlag einzugehen. Was passiert, wenn Domingo draufgeht? Das zerbricht dir mal nicht den Kopf. Habe sowieso kaum Hoffnung, dass er sich bewegt. Der hat die Hosen so voll, dass das Vieh sicher schon Witterung aufgenommen hat. Und sollte was passieren, ist's nicht schade drum. Für Weicheier ist kein Platz in der Truppe. Kann ich bei dir etwas lernen? Wenn du das nötige Kleingeld hast, sicher. Musketen lernen. Ich möchte den Umgang mit der Muskete verbessern. Alles klar. Okay, Schrotflinten, Pistolen, Fernkampf und List. Na, eigentlich Armbrüste, aber okay. Aber Musketen, 60 Fernkampf? Ei. Dafür bin ich nicht gut genug. Leider. Aber okay, wenigstens schon mal eins. Jetzt will ich erstmal gucken. Logbuch. Die Todesklaue. Das Himmelsfahrtkommando. Okay. Das Vieh soll... was? Nee, ich will ihn doch jetzt nicht losschicken. Dann meint lieber selber. So, dann hacken wir hier einmal kurz ein bisschen im Fels rein. Weil jetzt sind wir ja mit Musketen ein bisschen besser. So, ist jetzt die Frage, gehen wir jetzt, müssen wir jetzt hier hoch oder... Wir hätten runtergemusst, ne? Ah, das sieht so... Mir nichts, dir nichts, der Falle aus. Ich trau keinen zwei abgeschlossenen Truhen. Wein und 11 Gold. Okay. Hey, wir können die einfach so mitnehmen. Na dann. Weltenstein, okay. Schwerter, Armbrüste, Astralsicht. Schlosserknacken minus 10. Ja, okay. Wein und 11 Gold. Warum liegen hier denn so viele Leichenteile, Reste? Ja gut, gucken wir. Erstmal hier das Gürteltier. Dann gucken wir mal, das dürfte, denke ich mal, wieder so ein Seelenfresser sein. Also jedenfalls denke ich das mal. Ja, es ist ein Seelenfresser. Sogar der letzte, den wir brauchen. Zum Glück ist es hier schön trocken. Oh, ich hänge hier fest. Okay. 1000 Ruhmpunkte hast du jetzt uns gegeben mit der Quest zusammen. Sehr schön. Aber hier müsste noch was sein. Toter Soldat. Die Notiz, ja. Ratten. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Schwarze Ghule auch noch. Ey, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte den Ghul töten. Plündern. Ghul töten, plündern. So, gucken wir mal. Also solange ich die Flinte benutzen kann, alles cool. Und jetzt machen wir auch noch deutlich mehr Schaden. Mit der Flinte. Wo gehen wir denn jetzt hier schon wieder lang? Hier geht's denn hier irgendwo hin und... Oh, das ist so ein richtiges Labyrinth hier. Hier haben wir noch eine Muschel liegen. Okay. Hier geht's auch irgendwie wieder. Oh.
2 kritische Schüsse und du bist passé. Nee, die Schatten haben jetzt schon langsam echt keine Schnitte mehr. Gut, ich habe mich zwar noch ein bisschen... Das Schloss ist zu kompliziert für mich. 120, das wird ja immer mehr. Eiliger. Bim bam. Aber wir können ja hier die Fingerfertigkeit hochsetzen. Ja, das heißt, wir haben jetzt Schlösserknacken schon auf 100. Alter, bis 90. Das wird ja wirklich noch ein ganz schönes Stückchen. Damit ich den Panzerknacker lernen kann. Okay, wow, haben wir jetzt hier was? Hier ist die Brandung. Sieht so aus, als wenn hier irgendwie ein Lager wäre oder so. Gut, gehen wir erstmal wieder zurück. Würde ich sagen. Irgendwie. Und bestanden erstmal den da hinten Bericht. Erstattet Bericht. Nee, doch, hier. War schon richtig. War schon richtig. Aber so haben wir jetzt das Himmelsfahrtkommando für den einen jetzt nicht ausgelöst. Wenn ihnen jetzt sagen, dass das Tier tot ist. Das Biest, das deine Kameraden auf dem Gewissen hat, ist tot. Na und wenn schon. Das kommt bestimmt wieder. Wir sind also nach wie vor am Arsch. Glaub mir, das Vieh kommt ganz sicher nicht wieder. Ich kenne dich doch kaum. Warum sollte ich dir also glauben? Weil ich im Gegensatz zu dir gründlich arbeite. Na schön, ist ja schon gut. Vielleicht geht's ja nun doch bergauf. Hier, das ist alles, was ich gespart habe. Mit der Nachricht hast du es dir verdient. Cool. So, und jetzt nochmal hier, Bericht erstatten. Entspann dich, der Seelenfresser ist hinüber. Na, hoffentlich war's der Letzte. Ohne dickere Kanonen sehe ich schwarz für uns. Aber bevor ich dich zuquatsche, nimm dieses Gold. Ehrliche Arbeit verdient einen ehrlichen Lohn. Ah, okay. Quest abgebrochen. Ja, da finde ich jetzt nicht schade, dass diese Quest abgebrochen ist. Jetzt muss ich aber mal gucken. Von hier oben sind wir gekommen. Hier waren wir noch nicht. So richtig. Es ist besser, wenn wir unsere Waffen immer griffbereit haben. Wir wollen ja nicht als Futter enden. Das stimmt, das stimmt. Aber mit diesem kleinen Ausblick machen wir an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.